They're coming to get you, Barbara. Your whole life you get to hear that you're abnormal. A disgrace, my faggot blood, not good enough for dying people on the street. Leute, was ist los mit euch? Willkommen zurück. Heute gibt's was Gutes. Wie eigentlich immer hier. Ne? Relativ neu erschienen von Poor Charlotte, der OLC 01 von 2010. Aus der Cask Exploration Series. Und ich dachte mir, weil ich ihn gerade offen habe und es sich anbietet, wir vergleichen ihn mal mit dem normalen Poor Charlotte 10. Was für eine tolle Idee von mir. Wie immer. Und ich bin vorbereitet. Leute, ich habe Zettel und alles, ich bin vorbereitet. Folgendes. Port Charlotte wird hergestellt in der Destillerie Bruichladdich. Bruichladdich auf der Insel Islay. Gegründet im Jahr 1881. Und Port Charlotte ist quasi die rauchige Version von Bruichladdich. Es gibt dann noch als dritte Abfüllung den ultrarauchigen Octomore. Das ist quasi die Unterteilung. Genau. Ansonsten hier Port Charlotte, der normale 10er, abgefüllt mit 50 Volumenprozenten. Ich habe mir mal die Fasszusammensetzung rausgeschrieben, weil es ganz interessant ist, vielleicht zum Vergleich. Der 10er Port Charlotte besteht zu 65% aus First-Fill-Bourbon-Fässern, 10% aus Second-Fill-Bourbon-Fässern und 25% aus Second-Fill französischen Weinfässern. Das ist quasi die Zusammensetzung dieses Whiskys. Der neue OLC, was wohl für Oloroso Cask steht, davon gehe ich mal aus, ist zu 30% aus First-Fill-Bourbon-Fässern, zu 40% aus Second-Fill-Bourbon-Fässern, zu 25% aus Vendoux Natural Casks, das ist ein französischer Likörwein, und zu 5% aus Second Fill Syrah Weinfässern. Das Ganze wird dann vermählt und nochmal für 18 Monate nachgereift in First Fill Oloroso Sherry Fässern von der Bodega Fernando de Castilla. Ich weiß. Erstmal viele, viele Zahlen. Aber so ist es. Genau, kam jetzt vor einiger Zeit raus. Zur Limitierung und so weiter, ich weiß es nicht. Ich habe auf der Whiskey-Base-Seite steht das von 30.000 Flaschen. Ich habe jetzt aber auch schon die Information gehört, dass es jetzt eigentlich keine so Limitierung in dem Ding gibt, sondern dass das auch immer mal wieder für eine Zeit nachproduziert werden kann von Lady. Ich weiß es nicht. Im Moment ist es auf jeden Fall noch gut verfügbar, kostet sowas um die knapp 100 Euro. Da sollte er zu kriegen sein. Genau, der 10er von Port Charlotte liegt so bei Mitte 50, 60 Euro, sowas in dem Dreh rum. So. Gucken wir mal. So. Fangen wir mal an mit dem 10-Jährigen. Puh. Smoky. Smoky, smoky. Also um es vorwegzunehmen, ich mag Port Charlotte ganz gerne. Den 10er habe ich jetzt auch schon relativ häufig mal probiert. Du hast nicht so weil es eben ein Islay-Malt ist, du hast nicht diese typischen salzigen Aromen, finde ich, wie du es oft so von Artbeck, Laphroaig und sowas kennst, sondern eher einen erdigen Rauch, einen fetten, malzigen Vanillegeschmack im Hintergrund. So die First Fill Bourbon Fässer, merkst du schon gut, kommen gut durch das Vanillige. Süß, süß, süß. Wirklich lecker. 50% passen ihm, finde ich, perfekt. Der hat schon ordentlich Kraft, aber ist nicht alkoholisch, ist nicht irgendwie unangenehm. Sehr, sehr lecker. So,
Ich habe übrigens von dem Zehner keine Flasche mehr da, sondern habe sie hier abgefüllt in diese wundervolle Behelfsflasche, weil der Korken zum Kotzen war und total porös war und Ding. Und man sehe da, jetzt haben sie hier so einen schönen Bröselkorken genommen. Ist ihnen also selber offensichtlich aufgefallen, dass sie einen beschissenen Korken hatten. Problem solved, sag ich mal. Also, dann gucken wir uns doch mal den OLC an. Okay, wirklich komplett anders. Der OLC, ich glaube, ich hatte es noch nicht gesagt, der ist übrigens 9 Jahre alt, also ist sogar noch ein Jährchen jünger als der Zehner. Und kommt mit 55,1 Volumenprozenten daher. Ja, das ist schon wirklich was komplett anderes. Viel mehr dunkle Früchte. Den Rauch finde ich gar nicht so präsent wie beim 10-Jährigen im ersten Moment. Die Süße ist genauso da, das Malzige ist da. Viel mehr rote Früchte, viel klarer wirkt er irgendwie in der Nase, viel frischer. Null Alkohol. Also ich kann die Nase echt reinhängen ohne Ende. 55,1% null Alkohol. Tolle Nase, tolle Nase. Kein Sherry-Monster, kein Sherry ohne Ende so, sondern dieses Fass hat dem Ganzen nur wirklich nochmal so was Schönes oben drüber gelegt. Aber es ist nichts übertrieben Sherry-mäßiges. Es ist trotzdem noch ein rauchiger Whisky zuallererst mal. Ne? Und der Sherry kommt dann erst so hinterher. Noch einmal zurück. Dagegen wirkt der Zehner jetzt lächerlich. Fast nicht mehr da. Wirkt fast wässrig, wirkt fast verblasst. Wirklich extremer Unterschied zwischen den beiden. Und der OLC gewinnt definitiv die Nase. Also der Zehner ist ein hervorragender Whisky. Der OLC setzt dem Ganzen wirklich nochmal noch eine ordentliche Schippe drauf. Gefällt mir sehr gut. Mal gucken, was sich im Mund so abspielt. So, auch hier würde ich den Zehner mal zuerst probieren. Cheers. Kräftiger Antritt. Würzig auf der Zunge. Stark rauchig. Die Vanille, fette Vanille immer noch da. Süße Früchte kommen hinterher, ein Apfel. Mittellanger Abgang. Toll. Schöner Eilerrauch. Ich finde tatsächlich im Geschmack auch so ein bisschen mehr Küste, als ich es in der Nase noch hatte. Lecker. Sehr, sehr lecker. Oh nein, mein Akku ist gleich leer. Ich hoffe, ich schaff's noch. Und nochmal Cheers.
Ja. Und muss direkt nochmal schlucken. Das ist schon wirklich ein anderes Biest. Ne? Das muss man einfach auch mal ganz klar so sagen. Er ist auf jeden Fall noch viel kraftvoller im Mund. Aber auch da ist jetzt der Alkohol nicht störend irgendwie. Es ist nicht zu viel. Ich würde auch hier kein Wasser jetzt reingeben. Wunderschön zu trinken. Aber er macht viel mehr Alarm und er ist viel präsenter. Er füllt den ganzen Mund aus. Diese Rauchigkeit ist da. Und dann kommen so die roten Früchte mit rein. Brombeeren. Erdbeere und trotzdem immer so diese fette Vanille unten drunter. Toll. Wirklich toll. Ich kann nichts Negatives zu sagen. Es ist wirklich alles, was man sich von einem Islay Malt wünscht. Und ich finde es wirklich total interessant, dass wenn du den Zehner jetzt danach immer nochmal nimmst, der wirkt total verblasst plötzlich. Obwohl das ja, das ist er ja nicht. Ich meine, ich kenne ihn ja und so, aber echt verrückt. Der setzt den wirklich ordentlich nochmal eins drauf. So Leute, wenn ihr euch übrigens fragt, so müssen sich gute Haare anhören. Kurzer Fazit, bevor sich meine Kamera komplett verabschiedet. Ich bin jetzt nicht der größte Rauchfan auf diesem Planeten, aber manchmal habe ich richtig Bock drauf und dann finde ich es auch richtig geil, so die krass Rauchigen mal zu probieren. Der Port Charlotte, wie gesagt, der Zehner, ich finde ihn einen fantastischen Whisky ansonsten. Wirklich ganz oben bei mir mit dabei unter den rauchigen Whiskys, die ich so kenne. Dieser Old Sears, der setzt dem wirklich nochmal eine Schippe oben drauf. Das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Biest. Natürlich kostet er jetzt fast doppelt so viel. Das muss natürlich dann auch immer jeder wissen, ist es ihm das wert? Mir war es das auf jeden Fall wert. Ich muss auch sagen, dieser MRC war das, glaube ich, der letztes Jahr rauskam. Der konnte mich nicht so wirklich überzeugen. Also den habe ich auch links liegen lassen, aber diesen hier, den fand ich wirklich grandios. Dieses Oloroso Fass hat dem Ganzen wirklich nochmal ordentlich einen draufgesetzt und hat das Ganze wirklich zum Positiven verändert, ohne dabei den Charakter und das Grundding von Port Charlotte komplett zu übertünchen. Sondern es ist wirklich einfach ein wunderbar ergänzendes Ding. Eine hervorragende Abfüllung, im Moment noch gut verfügbar, sollte es auch noch ein bisschen bleiben. Ich kann ihn nur empfehlen! Ja. Bye.